beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Und ab hier ist jede der drei Spielwege der gleiche. Glaube ich. Denke ich. Ich habe nicht weit gespielt. Und ich weiß auch nicht, ob ich weit spielen werde. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Bee. Mann, mit der Waffe lässt sich ja besser schießen, wenn man nicht durchdrückt. Hätte man mir das letztes Mal erzählt. Super Arbeit, Vi. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Okay. Ja. Ach, den Laptop auch noch. Oder wie? Das auch noch? In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Hack dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernrotz. Stil vor Substanz. Gut.
Jetzt schalte ihn leise aus. Okay, er gehört dir. Schalte ihn aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Ja, man kann Leichen verstecken, ich weiß schon. Nope. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Was, wenn mir das keinen Spaß macht? Nicht genug Speicherpunkte, was? Die Granate. Ach so, ich musste das noch davor machen. Hallo, ich habe gehört, Sie haben eine Granate. Und Granaten machen gerne Boom. Siehst du? Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner... Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich guck hier weitere Module. Nee, schau dir in die Fresse. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Auf der Straße. Na komm, jetzt sind wir schon hier, machen wir alles. Okay, zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Ach, mit dem Mausrad? Freundlicher Bereich. Hier. Entdeckung, schnell. Ja. Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Oh. Auf jeden Fall. Ja, moin. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Meine Augen, das Sicherheitssystem, wie Geschütztürmen, Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegnern, die deine Position verraten könnten. Yeah. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Oh, das ist eine Scheibe. Oh, es funktioniert sogar. Wusste ich gar nicht. Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. Die Kamera war einfach voll egal. Okay, zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Okay. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus.
Nicht schlimm. Gleich nochmal. Achso, ich soll den sogar packen. Ja gut. Weiß ich ja nicht. Ich hab gerutscht. Wow. Alter, der hat mich einfach geboxt. Gegner mit höherem Level kannst du nicht greifen und schwer neutralisieren. Sei vorsichtig. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Ja, los, komm her. Drücke um Angreif. Komm her, Junge. Ich geb dir. Ja, Combo habe ich gerade gemacht. Komm. Halte den Druck, um einen schweren Angriff aufzulösen. Ja. Putz. Fortlaufen, angreifen, Gegner kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken. Ja. Abwehrhaltung. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal hoch. Der nächste Trottel kann blocken. Bäm. Blocken bringt dir aber auch nichts. Schnelle Angriffe führen Blockengegner keinen Schaden zu. Schwere Angriffe können seine Abhaltung durchbrechen. Sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Warum rennt er weg? Abwehrhaltung. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Ja, mach ich. Ja, Angriff, den du abblockst, kostet dich Ausdauer, wenn er das auf Null fällt, ja. Schwere Angriffe deiner Gegner können Abhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihre. Drücke bei einem eingehenden Angriff Blöpp, um kurz vor dem Treffer einen Angriff abzuwehren und automatisch einen Gegenangriff auszuführen. Ja. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Drücke zweimal schnell W, um die gewünschte Richtung auszuweichen. Das habe ich nie hingekriegt, glaube ich. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Noob. Setze alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Jetzt wird's interessant. Yep. Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch mit Nahkampfwaffen, Katanas eingesetzt werden. Ich habe nicht mal realisiert, dass dieses Ding Katana ist. Wenn ich ehrlich bin. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Du bist mit einer Reihe an Waffen und einem Cyberdeck ausgestattet.
Du triffst nun auf eine Reihe verschiedener Gegner, die du aus dem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art. Yeah. Das ist echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Was ist, wenn ich hier runter gucken will? Hinderst du mich da dann dran? Also ich glaube, das sind nur Spawnräume für Gegner, aber trotzdem. Sightseeing oder was? Yep. Was willst du, hä? Viel Glück, Wie. Danke. Und diesmal versuche ich nicht die coole Waffe zu verlieren, die man in dem Dungeon kriegt hier. Nicht schlecht, oder in der Mission. Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Finde ich gut. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug, hier lang. Aha. I'm gonna loot them all. Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Ich kann vor allem erstmal hier reingehen und Stuff mitnehmen. Weil ich da Bock drauf habe. Bestimmt irgendwas liegt, obwohl ich nichts sehe. Ist was Verschlossenes, was ich öffnen könnte, wenn ich genug Skillpunkte dafür hätte. Oh shit. Ah, da. Ich hab Angst im Dunkeln, ich will hier weg. Mama. Quick Hack zu Beginn, Tab. Sesam, öffne dich. Ab jetzt leise. Scheiße, sind wir zu spät? Ist sie das, wie? Die Zielperson.
Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Setatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Sehr traurig, wenn du sowas nicht hingekriegt hättest. Eine Waffe. Warum schießt die fliegende Waffe? Genau zwischen die Augen, wie du kriegst das hin! In meinem ersten Versuch habe ich es auch verkackt, da ging es aber besser. Da hat mich erst der Letzte erwischt. Ich bin nicht Vollgas auf sie zugelaufen, ich bin in ihn reingelaufen. Das war das Problem. Das heißt, ich habe ihn quasi angerempelt. Wo steht der Typ, der mich immer anschießt? Da hinten steht noch einer. Moment, ich lag nach. Hast du nicht drauf? Ich nehme mal hier Zeug mit, wenn ihr nichts dagegen habt. Пришите его, и я проставлюсь. Wegen Verstecken. Das waren wohl alle. Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden fürs Schloss. Okay, wie? Gib mir von der Seite Deckung. Ich mach den Rest. Okay, habt die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Da, Jingao. Wer war getroffen worden? So ist natürlich auch. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist frei. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Ich so, haha. Ich sneak mich jetzt hier rein und bring den um. Er so, ja nö, ich tackle den einfach gegen die Wand. Ich meine, wenn es funktioniert.
lasse mir den Loot trotzdem nicht nehmen. Wenn hier nicht so viel Loot ist. Der Typ hier hat das. Ich hoffe nur, man kann das Ding auch behalten. Weil ich weiß nämlich nicht, ob das mir einfach weggenommen wurde nach der Mission. Oder ob ich das versehentlich irgendwo gedroppt habe. Ich lasse das Ding jetzt einfach ausgerüstet. Ist mir egal. Der hat sich vorher schon umgedreht gehabt. Habe ich nicht so drauf geachtet. Verfickte Scheiße. Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das... Das... Verdammt. Sowas kann ich nicht ab. Diese Schlachter-Scheiße. Was die mit den Leuten machen. Scheiß Gav-Psychos. Das war's mit solchen Jobs. Te lo juro por mi madre. Wie? Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Das sieht nicht gut aus. Sandra Dorsett, NC570442, Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Also Scorplutscher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Oh, fuck! Herzstillstand! Sag mir, was Jack, da los ist. Air Hypo! Fuck, das ist nicht gut! Hier, fang es! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Feuer, schaff sie raus, Terrasse! Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Befolgen Sie die Instruktionen. Patienten auf den Boden legen. Fünf Schritte zurück. Jetzt. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Norepinephrin. 800 Fibrin.
verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Mano. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Ihr sagen, der Job ist durch. Wow, ich rede schon wieder die ganze Zeit, obwohl ich gemutet bin. Ich bin echt dumm. Haha. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Mano. Ich fahre.